So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Also, ich belebe die. Nein. Wenn du da wiederbelebt wirst, klappt das ganz sicher nicht. Kann ich dich nicht? Nein, du bist einfach zu groß. Ja, so passt das schon. Ich belebe die jetzt mal wieder und hoffe, dass die dann mitlaufen. Oh, jetzt habe ich da noch den dabei. Zeigt eure eitlen Zaubertricks einfach woanders. Ich zeig dir deine die Zaubertricks da oben dann. Da wirst du dich freuen, glaub mir. Aber warte, die kommen hier gar nicht durch. Das ist hier vorne. Ja, mehr oder weniger. Aber ich habe das Gefühl, die kommen hier nicht nach. Außer der Bandit, der da durch die Lüfte fliegt. Kommt ihr mir nicht nach? Wollen wir nicht kämpfen? Ja doch, sie kommen. Ganz, ganz langsam. Das heißt, ich kann da nach vorne gehen, kann da 24 Stunden warten und dann sollten die theoretisch neben mir stehen. Wir werden sehen. In der letzten Folge hätte ich durch den Gang da vorne müssen. Oh, ich hoffe, ich treffe den Wachmann nicht. Gut. Da hätte ich dann durch müssen mit den Riesen, wenn ich vom blauen Palast ausgereist wäre, aber das wäre ja gerade nicht gut gewesen. So. Ich gehe jetzt hier mal in die Mitte und warte, bis Tag ist. Also eigentlich warte ich zuerst mal 24 Stunden, dass ich den Ritualstein nochmal einsetzen kann, damit alle Wachmänner hier stehen. Und dann kann die Schlacht beginnen. Ich freue mich riesig. Ich freue mich so drauf, hier alle abzuschlachten. Ah. Da wird jetzt richtig Spaß. Da werde ich richtig Spaß haben. Gut, ich muss nachher noch etwa 6 Stunden warten, dann ist Tag, dann sind alle Soldaten wieder da. Und ich freue mich jetzt schon, wie die Riesen zuschlagen und die Leute durch die Luft fliegen. Vorfreude ist teilweise echt die schönste Freude, das ist wirklich so. Mal schauen, ob sie auch berichtigt ist. Also, mal schauen, ob meine Kreaturen überhaupt hier hinkommen. Nicht so, wie ich will. In der Wand? Du bist in der Wand ges... Hä? Jetzt habe ich nur einen Riesen, oder was? Wo sind die anderen? Da ist einer. Und hier liegt aber noch was von ihm. Da müsste aber nochmal einer sein. Eigentlich muss ich 4 haben. Ah, das ist doch mühsam. Nee, das ist voll fies. Das ist voll fies. Ich bin versucht, nochmal neu zu starten. Obwohl ich es auch mit 2 Riesen machen kann. Aber ich verliere immer mehr Leute auf dem Weg. Aber 2 sollten eigentlich auch reichen. Haben die meisten Menschen schon große Mühe damit. Oh Mann. Und hoch mit dir. So. Jetzt liegst du gut zentral. Du auch. Bei den Göttern. Was für eine Magie! Ja, super tolle Magie. Kann ich den wegschubsen und dann sollte der andere auch wegfliegen. Und wo ist mein Mammut? Mammut! Vielleicht sind sie hier oben? Nein. Ach, das ist doch bescheuert. Das ist richtig bescheuert. Was passt auf? Pass du lieber auf. Ja gut, eigentlich ist es ja vom Spiel nicht vorgesehen, dass ich die Riesen hier hinbringe. Das darf ja eigentlich nicht sein. Wenn Feinde in der Nähe sind, kann ich nicht warten. Das heißt, ich muss die hier oben wieder mal töten. Die warten nämlich jedes Mal hier oben.
Ihr hättet nie herkommen sollen. Dann steht hier nochmal einer. Die verschwinden nämlich nie. Und der hat jedes Mal eine schöne Fackel für mich dabei. Nett. Komm schon. Da kann ich runter. Upsen. So. Ich gehe jetzt, warte bis Tag ist. Dann sieht man das Ganze ein bisschen besser. Und dann können wir loslegen mit der Stadtzerstörung. Ich hoffe, die ploppen da noch raus. Ich warte mal 8 Stunden, dann ist Tag. Aber ganz sicher Tag. Ja. Mal gucken, ob sich das gut umsetzen lässt. Und ich hoffe jetzt, dass die anderen zwei noch rausploppen irgendwie. Plopp? Ja? Nein? Kein Plopp. Schade. Ich hätte dich so gerne... Ich hätte euch so gerne noch... Es nervt mich, dass die zwei weg sind. Ich hätte eigentlich gerne mit allen dreien gearbeitet. Wenn ich hier rumschiebe, dann sollten doch theoretisch die Riesen sich auch bewegen. Aber wahrscheinlich sind die in der Wand gespawnt. Ah, das... Na gut. Wo ist jetzt der zweite? Ah, da. Ah, ich bewege den die ganze Zeit. Ich bewege den die ganze Zeit. Das Einzige, was ich machen kann, ist... Ach nee, wir machen es einfach so. Zack! Vielleicht sind die hier auch auferstanden? Nein. Schade. Ich lege hier mal eine Falle. Nein, geht nicht. Jetzt! Jetzt! Los, meine Riesen! Töte sie! Schlag zu! Tritt ihn! Und jetzt von oben nach unten. Hier hinten sind keine mehr, oder? Ja. Du musst nicht mich angreifen. Ah. Ah, so cool. Oh, der eine ist tot. Boah, jetzt ist er auch tot. Schade, schade, schade. Oh Gott. Das war ein Fehler. Ich habe es mir viel besser vorgestellt. Vor allem sind mit 2 bin ich da ein bisschen knapp am Mann. Abgeworfen. Na egal, ich habe meinen Spaß hier. Los, rief sie ein. Rief sie ein. Und wo feuert der? Zeigt mir nur noch 2 an. Kann ich mich hier verstecken und dann warten? Ah.
ich in Haarfinger gesucht. Ich bin noch in Einsamkeit. So. Jetzt die zwei noch. Warum greifst du mich an? Ciao. Kann man dich nicht töten? Er ist unsterblich. Aber den kann man töten. Wenn ich jetzt warte, sterbe ich dann? Tötet er mich? Ich probiere es einfach mal. Ich warte mal 24 Stunden, damit ich die Riesen nochmal beschwören kann, damit ich hier nochmal ein bisschen herumalbern kann und Krieg führen darf. Tatsächlich, das funktioniert. Nett. Dann schlachte ich die alle nachher nochmal ab, weil ich find's cool. Obwohl ich eigentlich gerne gehabt hätte, dass der Riese von oben nach unten schlägt mit seiner Streitkolbenaxt, was es auch immer ist, und dann die Wachen in die Luft haut. Und oben kann ich alles haben. Ist halt so. So, jetzt Magie. Ups. Dann Kräfte und Ritualstein. Ruhig. Aufs Maul. Na da, schau an. Wir haben hier ein Gelu. Bist du selber schuld, Kumpel? So, meine Großen, wir schauen, wo es noch Leute gibt, die wir töten können. Das ist jetzt meine Stadt. Habt ihr keine Wachleute mehr? Sind die alle tot? Hab ich alle getötet? Alle Wachmänner. Ich muss doch sicher irgendwo noch Leute haben. Nein. So wie es aussieht, gibt es keine Wachleute mehr hier. Alle tot. Ich frage mich, ob die Riesen auch mit ins Gebäude kommen. Ah, da ist noch einer. Aber der will mir eine Strafe geben, der will mir eine Strafe geben. Ich will zwischen die Riesen stehen, wenn er mich bestrafen probiert. Im Namen des Jahres, bleibt stehen. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner. Hier würde ich sterben, als ins Gefängnis zu gehen. Schlag zu, los. Von oben nach unten. Von oben nach unten. Von oben nach unten. Von oben nach unten. Nein. Genau so. Oh, schade, ist nicht geflogen. Ach du schon wieder. Die Riesen sind brutal aggressiv. Ja, was mache ich jetzt? Wenn ich hier reingehe, kommen dann acht Leute noch raus? Ah, Schweizerdeutsch. Wenn ich da reingehe, frage ich mich, ob da noch Leute rauskommen. Theoretisch müssten da drin auch noch Wachleute sein. Und zwar viele. Könnte aber auch sein, dass die schon tot sind. Wusste ich doch. Wir gehen wieder raus. Die sollten mir folgen. General Thalius und so. Ja, was jetzt? Kommen sie alle raus? Das fände ich cool. Sehr cool. Jungs, nicht mal was.
Situation wieder beruhigen. Indem, dass ich ins Gefängnis gehe. Ist eine Option. Kann ich warten? Ja. Faszinierend. Ich werf dich da mal zu denen. Eisstuhl. Euch nehme ich nachher mit. Komm, Großer, werde ich dann einfach. Wenn er die weht, zurück. Was genau machst du da? Ich habe hier Riesen in die Stadt gebracht. Zeit zu sterben. Was habe ich jetzt? Nein, ich will. Das will ich nicht. Das ist alles, was ihr könnt. Du bleibst jetzt mal liegen. Ich warte mal 24 Stunden, dann komme ich in den Knast. Und wenn ich dann im Knast war, dann beschwöre ich die anderen wieder und dann kann ich irgendetwas machen, irgendwo, mit meiner halben kleinen Armee. Weil da muss jetzt nochmal ein Wachmann kommen, wenn ich dann da fertig bin mit den 24 Stunden. Dann gehe ich in den Knast, dann muss ich keine Strafe zahlen, die halbe Stadt ausgelöscht und ich gehe ins Gefängnis für einen Tag oder so. Aber gut, über das Strafmaß von Skyrim wollen wir ja nicht urteilen. Die köpfen teilweise auch einfach mal ein bisschen Leute. Zum Glück gehöre ich da nicht dazu. Gut. Wachmann, wo bist du? Ich würde mich gerne verhaften lassen. Du bist kein Wachmann, du bist ein Kind. Hey, wollt ihr Fangen spielen? Nein. Klar, gehört schon. Ja, richtig. Ich werfe mich mal vor die Hütte, großer Mann. Und schauen mal, ob wir da vorne noch einen Wachmann finden. Weil so wie es aussieht. Nein, endlich. Im Namen des Jahres. Ja, ja. Keine ja, Bewegung. Ja. Ich ergebe mich. Ich müsste 8040 zahlen. Ich gehe ins Gefängnis. Eine kleine Strecke. Ein halber Tag im Knast und dann. Dann lass du das sein, ja? Dann kommst du nicht mehr in die Stadt und tötest alle Soldaten. Harte Strafe, ich weiß, aber der eine Tag, den du im Knast verbringen musst, der muss sein. So. Ich bin im Gefängnis. So, wir pennen mal und sitze die Strafe ab. Ich hätte auch fliehen können, aber ich bin kein Meisterdieb. Ich bin kein Meisterschleicher. Ich bin einfach nur ein Magier mit einem Bogen. Gut, ich habe mir das, ich habe es mir ein bisschen cooler vorgestellt. Mit dem Riesen, ganz ehrlich. Und dem Mammuts. Und so. Aber gut, was soll's, man kann nicht alles haben. Von dem her. Tja, ist so. Ja, ja, es lädt ein bisschen lange. Musst du die Soldaten wieder refreshen oder was ist los? Hallo, Skyrim? Bist du noch da? Endlosschleifer, Ladebildschirm? Kann ich einen Kaffee trinken gehen oder so? Hier sind die Duden. Ich will mal schauen. Ja, ich manövriere den auch kurz zu meinem Haupthaus. Ich könnte eigentlich meine Frau mal besuchen. Die Ärmste, die sieht mich ja auch nie. Ich schaffe euch mal hier. Vielleicht brauche ich euch ja nochmal. Je nachdem. Ich will mal gucken, wie viel von den Soldaten ich wiederbeleben. Ja, der ist tot. Noch Soldaten. Hm.
Nö. Da haben wir noch was. Einen Bogenschützen. Übrigens, Bogenschützen fällt mir gerade ein. Kann ich hier? Ja, komm. Ich schau mal, wie viel aufstehen. Das ist aber nicht aufstehen, was ihr da macht, Jungs. So, jetzt habe ich eine nette kleine Truppe hier. Und wenn du nicht aufstehst, dann brauchst du diese Pfeile auch nicht mehr. Gut, so, das ist meine neue kleine Armee. Aus Agenten und Wachen von Einsamkeit. Ich mag euch alle. Und der Hauptmann. Ich sehe gerade, dass ich den Hauptmann getötet habe. Ich hoffe, wir waren keine Freunde. Gut, mal schauen, was ich mit dieser geistlosen Truppe hier, mit dieser hinlosen toten Truppe, mal anfange. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Diese hier war nicht ganz so schön, wie sie geplant war. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr Freude hattet an dieser Folge. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge von Skyrim. Ich freue mich drauf. Bis dann.